Ich freue mich richtig, denn heute gibt es ein italienisches Rezept. Penne panna prosciutto e piselli habt ihr sicher schon auf vielen Karten in italienischen Restaurants gesehen. Und wenn ich es einmal sehe, denke ich, es wäre mega fein, aber es ist so rahmig. Und darum habe ich eine super Idee gehabt. Ich mache das Ganze mit Chemik. Somit können wir sehr viele Kalorien und Fett sparen. Die seht ihr unten, wie immer in der Infobox, einen Link. Wenn ihr dort draufklickt, seht ihr die genauen Mengenangaben, die geschriebene Zubereitung nochmal. Könnt als Rezept downloaden. Aber jetzt zeige ich euch auch gerade schnell die Zutaten, die ihr dazu braucht. Als erstes brauchen wir 500 Gramm Penne. Das sind natürlich ein bisschen mehr, als man jetzt hier im Bild sieht. Dann eine Packung ungekühltes Chemik. 400 Gramm tiefgekühlte Erbsen. 200 Gramm Schinken. Eine eher grössere Zwiebel. 1 Dezi Weisswein und 1 Dezi Wasser. Circa 1 Würfel Bouillon. Ganz wenig Butter und Olivenöl. Salz, Paprika, Pfeffer aus der Mühle. Und natürlich am Schluss für übers Gericht geriebenen Parmesan. Die Zwiebeln habe ich schon mal in feine Streifen geschnitten. Und die tue ich jetzt richtig schön andünsten, bis sie glasig ist. Und zwar in unserem Mix von Olivenöl und Butter. Wenn die Zwiebeln wirklich schön glasig geworden sind, dann löschen wir das Ganze mit einem Deziliter Weisswein ablöschen. Jetzt lassen wir es auf kleiner Stufe köcheln, bis der Weisswein fast ganz verdampft ist. Denkt daran, immer mal wieder umzurühren, damit nichts anhockt. Der Weisswein ist jetzt fast ganz verdampft. Ein bisschen hat es noch drin, das ist perfekt so. Und jetzt kommt unser Deziliter Wasser dazu. Und einmal zum Anfang einen halben Bouillonwürfel. Und dann kommen jetzt auch die gefrorenen Erbsen dazu. Die Erbsen köcheln jetzt während 10 bis 15 Minuten. Mittlerweile habe ich das Wasser für die Pasta auch schon aufgesetzt. Und jetzt sind etwa 10 Minuten durch. Ich probiere mal die Erbsen, ob sie schon gar sind. Zahnmässig heiß, aber gar sind sie noch nicht ganz. So, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt gerade gemerkt, es hat noch ein bisschen zu wenig Bouillon drin. So habe ich einfach noch ein Viertel vom Bouillonwürfel drin. Ich tue schon mal Salz, Pfeffer und Paprika, die ich auch vorbereitet habe, auch drin. Falls das ganze Wasser jetzt schon verdampft wäre, dann könnt ihr einfach noch ein bisschen Wasser nachschütten, damit die auch nichts anhockt. Und jetzt warte ich einfach noch 5 Minuten. Jetzt sind etwa 15 Minuten vorbei. Jetzt probiere ich die Erbsen noch mal. Jetzt haben sie für mich den perfekten Biss. Sie sind noch nicht ganz, ganz dürr. Ich habe es gerne so. Wenn sie gerne wirklich weich haben, lasst es einfach noch ein bisschen köcheln. Und jetzt kommt eigentlich schon das Chemik und der Schinken dazu. Jetzt gut umrühren. Ganz, ganz wenig Wasser hat es noch drin. Das ist perfekt so. Und jetzt legen wir das Ganze noch einmal auf ganz kleinem Feuer, auf kleiner Stufe. Noch einmal fein köcheln. Die Soße hat jetzt noch auf kleiner Stufe etwa 5 Minuten geköchelt, damit sich alles richtig schön gut vermischt. Jetzt schmecke ich sie noch abschmecken. Wichtig jetzt an die gekochten Penne kommt noch ein bisschen Butter dran. Und danach mische ich die Penne mit der Soße vermischen und sie so nachher anrichten. Und es war doch ganz einfach, die ganze Sache. Es braucht zwar ein paar Zutaten für das Rezept, aber es wird ja alles in einer Pfanne gemacht für die Soße. Und wow, jetzt kommt der schönste Teil. Ich freue mich, um das Ganze zu probieren. Vorher möchte ich mich von euch verabschieden. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr weiterhin möchtet, das Rezept sehen von Cucinesi sehen, dann abonniert doch unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Eins A. Perfetto.